Hallo Leute, ja, heute zeige ich euch auch mal meinen ersten Bushcast und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich mein Werkzeug bzw. meine Messer scharf halte und dafür stelle ich euch heute den Spyderco Sharpmaker vor. Ja, so sieht das gute Stück aus, der Spyderco Sharpmaker. Hier haben wir einmal die zwei weißen Keramikstäbe, das sind die feinen Keramikstäbe, dann haben wir hier die braunen, die sind mit der groben Körnung für den groben Schliff. Zwei Safety Guards, jeweils aus Messing. Die Grundplatte hat insgesamt vier Löcher. Zwei davon sind für den 30 Grad Schnittwinkel und zwei davon für den 40 Grad Schnittwinkel. Je nachdem, was man für einen Schnittwinkel bevorzugt bzw. was man für Messer schleift, muss man eben den passenden Schnittwinkel wählen. An der Seite haben wir hier noch ein Loch, wo man einen Schleifer reinstecken kann für Scheren zum Schärfen. Und auf der Rückseite hat man auch nochmal die Möglichkeit, direkt Keramikstäbe zu platzieren, um jetzt zum Beispiel größere Sachen dann direkt einmal abzuziehen. Jetzt geht es ans Zusammenbauen und da müssen wir uns erstmal überlegen, was wollen wir für einen Schnittwinkel haben. In meinem Fall entscheide ich mich jetzt für den 40 Grad Winkel, das heißt, ich brauche diese Seite hier nicht mehr. Den Deckel zum Beispiel, lege den einfach hier rauf, den kann man hier so festmachen, habe hier einen wunderbaren Griff und das Ganze ist stabil und griffig geworden dadurch. So, die stecke ich dann hier rein, mit der Kante eben nach innen. Dann kommen diese Safety Guards, die stecke ich dann die vorgesehenen Plätze dafür. Und somit ist es schon eigentlich fertig, aufgebaut. Und dann macht man nichts weiter, als wenn man Scheiben von den Stäben abschneiden würde. Also man setzt es an, möglichst senkrecht und zieht einfach nur runter. Und dann wechselt man immer ab, von links nach rechts. Und das macht man einfach hin und her. Wenn ich jetzt abrutschen würde, könnte ich meine Hände nicht verletzen. Kann auch sein, dass wenn man mal schneller ist, dass man zum Beispiel das gar nicht trifft und daneben geht. Also die Hände sind geschützt, man kann sich also wirklich nicht wirklich verletzen bei dem Ganzen. Man kann sagen, dass die braunen Stäbe, also die groben Stäbe, wenn man die erstmal an der Kante mehrere Abzüge gemacht hat, sozusagen eine Art Grundschärfe hat. Wenn man merkt, okay, das wird jetzt auch nicht mehr viel schärfer durch das Schleifen an dieser Kante, dann nimmt man die Dinger und dreht sie einfach mit der flachen Seite nach innen. Dahingehend hat man dann eine größere Fläche, die man abzieht und dementsprechend auch weniger Kraft auf die Fläche. Und wenn man dann die flache Seite mehrere Abzüge gemacht hat, danach hat man eine sogenannte Gebrauchsschärfe des Messers. Das heißt, man kann es theoretisch so verwenden, die weißen rein und auch hier die gleiche Prozedur nochmal. Die Kante nach innen, immer erst die Kantenseite. Nach einigen Malen abziehen kann man sich dann wirklich damit schon leicht rasieren. Und wenn das noch immer nicht reicht, dann kann man es nochmal drehen und kann dann am Ende nochmal abziehen mit den Flächen der weißen Stäbe. Und danach ist es garantiert, also ich habe bis jetzt jedes Messer damit eigentlich auf Rasiermesserschärfe gebracht. Ich kann es jedem empfehlen, sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen, weil es einfach ein super Werkzeug ist. Ja, ich habe jetzt mal aus Demonstrationszwecken mein Küchenmesser, was ich eigentlich immer im Gebrauch habe. Das ist ein Santoku-Messer aus Damaszenerstahl. Und auch die kann man super schärfen damit. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr scharf gemacht und momentan ist es so, also es ist nicht mehr rasiermesserscharf, zwar immer noch zu gebrauchen und ich werde es einfach mal demonstrieren, vorher, nachher. Hier haben wir eine Tomate, die ist ziemlich hart, schmeckt auch nicht wirklich gut und ich kann jetzt mal demonstrieren, wenn ich mit dem Messer jetzt schneide, vielleicht sieht man es so besser, also mit ein bisschen Kraft komme ich da durch, kein Problem. Aber da ist noch Potenzial drin. So. Und irgendwann, es dauert einen Moment, hat man auch eine gewisse Routine. Und dann funktioniert es auch ein bisschen flüssiger. Also dann am Anfang ist man immer noch ein bisschen langsamer unterwegs und dauert es, bis man alle seine Messer durch hat. Aber ihr werdet feststellen, dass irgendwann hat man es einfach dann drin. Können wir kurz mal testen. Geht schon ganz gut eigentlich. Aber ich will eben demonstrieren, dass da noch mehr geht. Ich mache jetzt hier die Kanten. Und zu guter Letzt nochmal die flache Seite. Jetzt haben wir hier die Tomate. Jetzt bin ich natürlich genau in der Mitte hier, aber jetzt gleitet das Messer halt schon fast von alleine durch. Ich habe wirklich nur das Eigengewicht vom Messer, schneidet jetzt die Tomate eigentlich schon.
Also wie Butter, das ist wirklich eine feine Sache. Und es gibt nichts Schlimmeres als ein stumpfes Messer. Und daher, wie gesagt, Sharpmaker, eine feine Sache. Wer noch keinen Messerschärfer hat, kann ich nur empfehlen, kauft euch das Teil, es ist wirklich eine feine Sache. Bis zum nächsten Mal.